In der Werkstatt 6B gibt es 3 Splicer, so wie es aussieht. Und das Jetpostel. Ach, guck mal. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Okay, die Eleanor ist also jetzt erwachsen geworden. Hoffe, es hilft. Danke. Schreibt aber immer noch wie ein Kind und malt auch wie ein Kind. Komme bald, um mich zu finden. Mache ich. Vor für Daddy. Ist auch ganz nett. Eine Eve-Spritze. Ach, neues Plasmid. Telekinese, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach drauf gedrückt. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf und wirf sie auf Gegner. Was muss man noch sonst noch wissen? Gar nichts. Ja, und das wird jetzt auch neu geändert, das Layout. Nehmen wir mal diesen Slot. Ach, wir haben einfach 3 Slots. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Oh. So, jetzt haben wir Telekinese. Halte Restlick gedrückt, um Objekte per Telekinese aufzunehmen. Lasse Restlick wieder los, um es zu werfen. Das wissen wir schon. Zum Beispiel diese Glühwürmchen. Ah, jetzt sind sie frei. Wie ich die Plasmide wechsle, ist F1 und F2, also die F-Tasten, ist ein bisschen umständlich. Aber jetzt, die ganzen Plasmide haben ja sowieso wieder eine neue Animation. Zum Beispiel beim Electro Bolt ist die ganze Hand verblitzt, was ich auch sehr geil finde. Hier ist eher so, ja, so ein Wellen, wie soll ich das sagen? Man sieht so eine Strahlung sozusagen. Nachladen geht, glaube ich, nicht so. So wie ich es weiß. Diese kaputte Rohrpost hier. Wir gehen einfach mal hier hoch. Sie kennt den Weg. Wir nehmen einfach mal Telekinese. Ja, Gott, der ist jetzt an der Oberfläche drauf. Warum wohl? Mit Konkordtänzerin. Da ist noch einer, oder? Da ist noch einer. Ich habe ihn noch gehört. Scheiße! Noch einer? Nur von wo? Ach, da. Ich glaube, die ist auch gestorben. So, eine E-Spritze. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen Telekinese. Moment. Okay, keine Ahnung, wie ich das nachgeladen habe. So. Hier oben gibt es eigentlich gar nichts Wichtiges mehr. Das kann man hier hoch. So, wir haben ja gerade durch diese Sicherheitswand hier geguckt. Wo wir jetzt auch wieder rein können. So, jetzt geht das. Rein und raus. Eine Rohrzange, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das eine Art Easter Egg sein soll. Aber da ist unser alter Begleiter aus Bioshock 1. Den ich nicht so oft benutzt habe. Dollar und Nieten, so. Dollar und Nieten, was braucht man mehr, ne? Dollar und Nutten vielleicht. Naja, die Cafeteria, da gehen wir mal gleich hin. Hier gibt es einfach so viel, um sich umzuschauen, glaube ich. Aber es gibt noch einen Weg. Das finde ich auch wiederum dumm. Da fühle ich mich so auf den falschen Weg geleitet. Okay, da hinten waren wir, so wie es aussieht, glaube ich schon, oder? Was war das denn jetzt? Ach! Ja, Sophia Lambert, die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. So, jetzt haben wir wieder ein Ziel. Ich wollte gerade da durch und jetzt hat so ein Splicer eine Rohrzange zwischen die Räder geschmissen. Na toll. Ah, da hinten sind ja die Leichen, die haben wir noch gar nicht untersucht, glaube ich. Da läuft doch noch jemand, ich höre es doch. So, letzte, keine Ahnung was. Was ist das denn für ein behindertes Geräusch? Ich glaube, das ist... Ah, natürlich.
So. Auf einmal gilt das nicht mehr, ne? So, das Tor ist wieder offen. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Das stimmt nicht. Naja, okay. Und dann habt ihr selbstsüchtig daran gezerrt. Gegeneinander. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, erhältst du gerade seinen Verbandskasten. Aber dann zerriss die Kopf. Ach, wie geil. Und dann heilen wir uns doch nochmal direkt. Und ihr sterbt damit. Aber wir sind niemals allein. Wir werden weiterleben. Tretet der Familie Raptures bei und werdet wiedergeboren. So, wir sind hier gerade in einer Art Küche oder Café. So, wir hören das. Ach, Ryan gegen Lamb. Hören wir uns das mal an. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Ja, das war so eine Aussicht, eine offene Diskussion oder so. So, wir wissen, dass davon Splicer sind. Wir nehmen uns mal so ein Kästchen mit. Das Zimmer ist jetzt. Was ist mit dem? Hä, warum habe ich ja noch so wenig Leben? Was geht ab? Ich wusste gar nicht, dass es so viel Wasser ist, wenn ich ehrlich bin. So, da ist ja noch eine Niete. Und das hat auch nicht ganz funktioniert, so wie ich es gedacht habe. Ich hätte die vielleicht hier mit abwerfen sollen. Naja, okay. Mein Roboter ist kaputt, so wie es aussieht. Ja, der ist kaputt. Schade. Wir können die immer noch kaputt machen, aber ich lasse die einfach mal. Ich heile mich nochmal. So, und in 4 Minuten oder so müsste auch der erste Part, der vierte Part vorbei sein. Die erste Session, besser gesagt. So, jetzt können wir hier auch noch wieder rein. Okay, Q ist auch eine gute Möglichkeit. Und ich... Ach, da ist er doch. Ah, und ich glaube, zum Abschluss hacken wir mal nochmal unseren alten Freund. Irgendwas mit Zirkus der Werte, genau, irgendwie sowas. So, bei blauem Bonus bekomme ich einen Gegenstand gratis. Echt, was denn? Ah, Verbandskassen. Freut mich doch. So, Objekte kaufen. Hackpfeile. Können wir uns kaufen? Machen wir mal. So, guck mal, wir haben schon wieder 158 Dollar. Wird schon wieder das gleiche Problem geben wie, ne? Damals. Bei Bioshock 1, dass wir immer zu viel Geld hatten. Bin ich hier gerade angeschossen? Ne, ne? Kontrollraum. Ach ja, hier geht's in den Kontrollraum. Jetzt brauchen wir eine Scheibe und ein Tape zum Schluss der Folge. Ein Tagebuch. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Das Lustige ist, wir haben jetzt etwas ein bisschen stärker, das ist eine Rohrzange. Und zwar diesen Super-Dingens hier. Wir kommen von da, ne? Okay, eben mal das Akkugerät anschalten. So. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt.
Habe ich irgendwie nie so richtig überprüft. Naja. Wir haben noch eine Minute oder so. Oder zwei. Hier kommen Spielfiguren runter, ich weiß nicht. Ich glaube, dann fängt schon wieder Action an und so, aber das überlasse ich dann mal den Schier in der späteren Session. Ich möchte jetzt nicht hier in Zukunft Schier sagen, weil er ist dann ja voll geklaut. Ja, obwohl das ja nicht geklaut ist, ja von How I Met Your Mother, glaube ich. Mit den Zukunfts-Marshall und Ted. Bin mir gar nicht mehr sicher, wenn ich hier bin. Oder wo auch immer das war. So, ich glaube, ich würde sagen, wir speichern mal. Neuer Speicherstand. Oh, ich muss das auch direkt noch bearbeiten, ne? Jo. Neuer Speicherstand. Da stand es ja auch, 1. Januar. Spiel gespeichert und ich würde sagen, dann bis, ja, bis wann denn? Bis ein paar Tage, bis zur nächsten Session einfach. Bis dahin. So, zurück bei Bioshock 2, nicht 1. Ist jetzt gerade mal 2 Tage oder so, ja, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber ich habe ja nur 1 Stunde aufgenommen, deswegen waren wir noch nicht so weit. Ja, ja, Moment, ich muss ganz kurz überlegen. Und zwar gucke ich gerade, ob das Mikrofonstörung hat. Moment. Lalalala. Ah, okay, dürfte keine Störung haben. So, Objekte kaufen. Ah, wir können es ja echt viel kaufen. Hey, warum können wir uns dann zum Beispiel... Achso. Okay, ach, krass, okay, wir haben... Wir sind total aufgestockt, so wie es aussieht. Außer Eve. Na, egal. Ach. Das Wasser ist diesmal so geil gemacht worden. Wow, ho, ho. Ah, ich erinnere mich, was jetzt kommt. Schnell, geh zum Aufzug. Okay, wir müssen ja zu Tenenbaum, das haben wir nicht vergessen. Glaubst du, ich würde dir keine scheuen? Was war das denn? Ja. Hallo? Sie ist jetzt viel hübscher. Ist sie auf dem Präsentieren? Moment mal, ich glaube, ich hab... Moment mal. Ich muss mal gleich ein bisschen was an der Dinge zu machen. Und zwar... Abo! Da hinten ist eine Kamera, Moment! So! Gehackte Kameras, wenn du beim Hänger einen blauen Modus schaffst, dauert der feindliche Alarm länger. Ich weiß. So! Und zwar... Moment! Ton kommt jetzt ganz kurz. Moment! So, der Ton müsste jetzt eigentlich... Moment mal. Irgendwie ist der Waffenton gerade ein bisschen dumm. Moment mal, eben mal die Toneinstellungen gucken. Toneinstellung. Audio. Ja. Eigentlich richtig. Weiß nicht, hört so leise an, oder? Findet ihr nicht? Ach guck mal, ich hätte mir das ja auch nehmen können dann mit Telekinese. Warum habe ich denn auch Telekinese gerade? Na egal. So, nochmal das. Hört ja eigentlich gut an, oder? Wo ist mein Sicherheitsbot? Der ist kaputt, oder was? Na toll. So, was ist das denn hier? Ein Lead-Head-Splicer? Noch einer? Gerade stand er noch untersuchen, naja. Aktenschrank. Irgendwas zum Bauen. Noch ein Aktenschrank. Kein Aktenschrank mehr. Und noch ein Lead-Head-Splicer. Moment. So. Und nochmal. So, den haben wir auch noch weg, den Thuggish Splicer. Da muss doch noch einer sein. So. Der ist auch tot. So. Ja, ja, deswegen habe ich hier die Chinesen eigentlich doch immer sehr gemocht. Ah, und da ist eine Medistation. Ups, die wollte ich. Na gut. Eben mal speichern. Ach guck mal, jetzt fängt das hier bei Bioshock 2 auch noch an, dass ich mal speichere. Na egal. Und los. Und ein Verbandskasten. Ja, ich weiß das doch. Danke. Aber heil brauchen wir uns eigentlich nicht. Ne? So, wo ist denn der Aufzug? Moment, hier lag da noch irgendwo einer. Moment, wo war der denn? War es die da? Ne. Moment, das Mikro ist gerade ein bisschen verrutscht. So. Okay. Dann gehen wir mal in den Aufzug rein.
Denn wir müssen ja jetzt einen Tannenbaum. Wo willst du hin, Schäcki? Juhu! Komm zurück! Komm zurück! Ach so, die sind natürlich alle gekommen, nachdem ich gegangen bin, und sind nicht auf die Idee gekommen, davor zu kommen. Ich meine, jetzt...